Die Leica L Pro S180 hat den Vorteil, dass ich bei einem sehr großen Bildausschnitt nicht so dicht der Person auf dem Leib rücken muss und nicht im Licht stehe, im Lichtstrahl stehe. Ich bin Meter weiter weg und habe trotzdem so einen engen Ausschnitt. Und das war vorher nicht möglich. Das ist sehr gut. Das ist eine Lösung, die auch keinen Einfluss auf die Auflösung und auf die anderen Kurven der Kamera nimmt. In der Regel arbeite ich mit einer Lampe. Ich schätze es nicht, mehrere Lampen einzusetzen, weil ich sage, das beste Licht macht die Sonne. Und wir haben da auch nur eine. Und die Ergebnisse sind einfach sehr gut. Und wenn man die im Studio machen kann, dann ist man schon sehr gut. Und deshalb versuche ich immer, mit einer Lichtquelle auszukommen. Ich meine, gut, wenn man den Hintergrund noch irgendwie beleuchten muss, das ist was, das trifft ja nicht das Modell. Also der wichtige Teil wird davon nicht betroffen, sondern nur der hintere Teil. Aber sonst würde ich sagen, als Führungslicht ein Licht, das erzeugt die besten Ergebnisse. Das Wichtigste sind die Objektivleistung, das, was da rauskommt. Das ist für mich das Wesentliche. Und alles andere ist schön, wenn es das gibt, aber nicht entscheidend.